Ich bin Alexander Rossner. Ich darf euch herzlich willkommen heißen im Namen des Vorstands und der Geschäftsstelle von Gemeinwohlökonomie Bayern zum heutigen Webinar. Nur ganz kurz zu uns. Die bürgerschaftliche Bewegung Gemeinwohlökonomie entstand 2010 mit dem Ziel, ein ethisches Wirtschaftsmodell zu etablieren. Und seitdem haben sich uns etwa 3000 Unternehmen, 8000 Personen angeschlossen in etwa 200 Regionalgruppen. Unser Verein Bayern hat 22 Regionalgruppen und ich habe mich heute vergewissert, 670 Mitglieder, von denen 270 etwa Organisationen sind. Und einige Gesichter von Mitgliedern habe ich schon gesehen, zu meiner großen Freude. Wie der Name schon sagt, wir sind ein Wirtschaftsmodell, das sich dem Gemeinwohl verschrieben hat. Kooperation und Gemeinwesen stellen wir in den Vordergrund, nebst Menschenwürde, Solidarität und anderen Themen, die wir als Werte bezeichnen. Und das verbindet uns aufs Engste mit B Corp, B-Lab Deutschland und auch den SDGs. Und damit gebe ich zurück an die liebe Jannike und wünsche uns allen viel Freude und danke allen Referentinnen, Referenten und Gästen, dass Sie heute mit dabei sind an diesem sicher spannenden Nachmittag. Ja, danke Alexander. Und dann freut es mich auch, kurz B Corp Deutschland vorzustellen. Das B Corp Movement ist eine wachsende globale Bewegung von Unternehmen, die aktiv eine nachhaltige und soziale und faire Zukunft vorantreiben. Und mittlerweile gibt es 4000 zertifizierte B Corporations in der Welt, darunter zum Beispiel Patagonia, The Guardian, die Alois Hof Manufaktur, Ecosia und Sympatex. Und sie alle teilen die Ansicht, dass das Unternehmertum verpflichtet. Und diese Unternehmen bekennen sich auch in ihren Statuten zu gesellschaftlichem Mehrwert und ökologischer Nachhaltigkeit. Und B Corporations sind auch Unternehmen, die sich immer kontinuierlich verbessern wollen und auch ihren sozialen und ökologischen Impact regelmäßig messen. Und das Herzstück unserer Bewegung ist auch das digitale B Impact Assessment. Das ist ein kostenloses, verfügbares Bewertungsprozess, mit dem weltweit bereits über hunderttausende Unternehmen die Auswirkungen, also den Impact ihrer Unternehmenstätigkeiten auf ihre Stakeholder messen, indem sie fünf Dimensionen, also Unternehmensführung, MitarbeiterInnen, Community, Umwelt und Kunden gründlich beleuchten. Und dieses B Impact Assessment ist auch die Grundlage für eine Zertifizierung zur B Corporation. So, wer über 80 Punkte erreicht, qualifiziert sich und kann den nächsten Schritt zur Zertifizierung gehen. Und es freut uns auch sehr, dass wir hier zusammen sein. Und was wir heute vorhaben mit euch, ist Folgendes. Wie gesagt, ist das das vierte Mal, dass wir eine gemeinsame Veranstaltung organisieren mit der GWÖ Bayern. Und diese finden immer statt im Rahmen eines der von den Vereinigten Nationen definierten Sustainable Development Goals. Und heute steht für uns Ziel 4, Bildung, zentral. Wie gesagt, glauben wir, dass Unternehmertum verpflichtet. Und wir glauben deswegen an verantwortungsbewusste Unternehmen, die proaktiv an einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen, und auch proaktiv Lösungen finden für soziale und ökologische Probleme. Das ist dabei eine Voraussetzung. Und Bildung ist dafür selbstverständlich ein starkes Tool, sowohl aus der Forschungsperspektive als auch ein Tool, Kenntnisse zu teilen, gemeinsam zu lernen und deswegen auch schneller zu effektiven Lösungen zu gelangen. Und schnellere und effektive Lösungen brauchen wir ganz dringend im Rahmen der Klimakrise. Und dazu haben wir heute interessante Referentinnen eingeladen. Ricarda Retsch vom Rat für nachhaltige Entwicklung wird uns mitnehmen in den SDGs und auch Nummer 4 beleuchten. Antonio von Patagonia wird uns spannende Praxisbeispiele geben, über wie Patagonia das Publikum und Kunden bildet, um sich auch politisch zu engagieren und Maßnahmen zum Klimaschutz zu fordern. Und letztendlich wird Elisa Scheidt von Fair Afric uns Praxisbeispiele geben über die Rolle von Bildung in einem Unternehmen mit einer internationalen Lieferkette. Also das ist, was wir mitgebracht haben. Und wir hoffen natürlich, dass ihr Lust, Neugier und Fragen mitgebracht habt, weil nach jeder Präsentation gibt es ein Q&A und die Chance, Fragen zu stellen. Und das führt uns zu einer kurzen Housekeeping-Slide. Wie gesagt, es gibt ein Q&A nach jeder Session. Ihr könnt aber eure Fragen schon während der Session im Chat stellen.
Dort könnt ihr auch mit dem ganzen Publikum kommunizieren. Wenn das Deck nicht vollständig sichtbar ist, wenn jemand präsentiert, könnt ihr rechts oben wählen, halt welches Teil ihr sehen wollt. Also man kann zum Beispiel Speaker View anklicken, also das ist auf Englisch, und dann kann man, weiß man halt Bescheid und sieht man die Slides, die Folien. Und letztendlich werden wir das Deck und die Aufzeichnung auch an alle TeilnehmerInnen schicken. So, dann würde ich hiermit noch nicht Danke sagen, sondern weitergeben an unsere erste Referentin, die Ricarda Retsch. Ricarda, willst du auf der virtuellen Bühne kommen? Ja, sehr gerne. Hallo in die Runde. Ich habe aber ganz kurz vorab eine technische Frage. Teilst du meine Folien oder soll ich das selber machen? Du kannst es gerne selber machen, Ricarda. Okay, alles klar. Wenn das passt. Ja, das passt. Super. Jetzt müsstet ihr meine Folien sehen. Seht ihr die im Vollmodus? Noch nicht im Vollmodus. Jetzt? Wunderbar. Ah, perfekt. Danke. Okay. Herzlich willkommen in die Runde. Ganz, ganz vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Ricarda Retsch und ich bin Referentin in der Geschäftsstelle des Rates für nachhaltige Entwicklung in Berlin und freue mich sehr, hier heute sprechen zu können zu den SDGs und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ich habe mir folgende Agenda dazu überlegt. Ich würde ganz gerne ein paar Sätze sagen zum Rat für nachhaltige Entwicklung, um das einordnen oder damit ihr den Rat für nachhaltige Entwicklung einordnen könnt, für alle, die ihn nicht kennen. Dann würde ich auf die Sustainable Development Goals, kurz SDGs, eingehen, ganz generell, aber auch nur kurz. Dann etwas vertieft auf das SDG 4 und Bildung für nachhaltige Entwicklung mit Bezug auf Deutschland. Und dann ganz gerne noch mal kurz zumindest auf, was können wir dann eigentlich konkret auch tun, um einen Beitrag zu BNE und auch Nachhaltigkeit insgesamt zu leisten. Weil da kann ja jeder Einzelne auch was für tun. Das liegt ja nicht nur bei der Politik und der Wirtschaft. Okay, ich starte mit dem Rat für nachhaltige Entwicklung. Wer ist es eigentlich? Den Rat für nachhaltige Entwicklung gibt es jetzt schon seit tatsächlich 20 Jahren. Er wurde damals vom Altbundeskanzler Gerhard Schröder berufen. Warum? Herr Schröder hat sich gedacht, wir brauchen mal eine Nachhaltigkeitsstrategie, aber wir kriegen das nicht alleine hin. Wir brauchen ein Gremium, ein unabhängiges Gremium, was uns bei der Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie unterstützt, was uns berät, ob die Nachhaltigkeitsstrategie so wie sie es Sinn ergibt oder eben auch vielleicht nicht so viel. Und seitdem gibt es den Rat, der wird alle 3 Jahre neu berufen. Inzwischen macht das Frau Merkel, ab demnächst wird das wir anders machen, hoffentlich. Der Rat besteht, seitdem es den gibt, aus 15 Mitgliedern aus der Zivilgesellschaft, Wissenschaft und der Wirtschaft. Ihr seht jetzt hier unten rechts die aktuellen Ratsmitglieder in der Kachel oben links. Das ist unser aktueller Vorsitzender, Dr. Werner Schnappauf. Der war viele Jahre bayerischer Umweltminister und Hauptgeschäftsführer des BDI danach. Wir haben eine Co-Vorsitzende, das ist Professor Imme Scholz. Sie ist direkt neben Herrn Schnappauf. Sie ist Co-Direktorin des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik. An den beiden sieht man schon, dass die Bandbreite relativ groß ist. Also da ist Wirtschaft vertreten, da ist Politik vertreten, da ist Wissenschaft vertreten. Vielleicht um noch 2, 3 andere zu nennen. Unter Herrn Schnappauf haben wir die Vorständin von BASF, Saori de Boer. Unter ihr wiederum ist Markus Lewe, Oberbürgermeister der Stadt Münster. Das heißt, wir sind also auch, oder wir haben auch Vertreter aus den Regionen, aus den Kommunen und darüber hinaus auch Vertreter großer Umwelt-NGOs wie den NABU beispielsweise mit Jörg Andreas Krüger. Der ist auf gleicher Linie wie Frau de Boer, nur ganz rechts. Und wir haben auch Vertreterinnen für die Jugend. Das ist Lisi Meyer, die Co-Vorsitzende des Deutschen Bundesjugendrings ist, die neben Herrn Lewe rechts. Was tut der Rat? Was sind die Hauptaufgaben? Ich habe das eben schon kurz gesagt. Wir vertreten bzw. beraten die Bundesregierung in Nachhaltigkeitsfragen, insbesondere in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und schreiben dazu entsprechende Stellungnahmen und
also Stellungnahmen tatsächlich direkt zur Nachhaltigkeitsstrategie, die im Übrigen gerade wieder fortgeschrieben wurde. Das wird sie alle 4 Jahre. Wir schreiben aber auch Papiere zu aktuellen Nachhaltigkeitsfragen. Wir haben zum Beispiel kürzlich in Kooperation mit der Wissenschaft, mit der Nationalen Akademie Leopoldina, ein Positionspapier rausgebracht zu Klimaneutralität und wie wir Klimaneutralität in Deutschland bis 2045 mal spätestens erreichen können. Neben Papieren, also auf, ich sage jetzt mal, nationaler Flughöhe, versuchen wir auch in den Regionen aktiv zu sein, den gesellschaftlichen Dialog zu fördern, auch wieder mit unterschiedlichen Akteursgruppen. Das kann die Wirtschaft sein. Wir haben vor 10 Jahren einen Nachhaltigkeitsberichtsstandard entwickelt mit der Wirtschaft, den Deutschen Nachhaltigkeitskodex, den ihr vielleicht auch kennt. Da berichten oder nach diesem Berichtsstandard berichten inzwischen über 500 Unternehmen, nicht nur in Deutschland, auch europaweit. Und er wurde auch tatsächlich von einigen Ländern schon übernommen, sag ich mal, oder beziehungsweise halt für das jeweilige Land angepasst. Auch im Hochschulbereich haben wir den Deutschen Nachhaltigkeitskodex angepasst als den sogenannten hochschulspezifischen Nachhaltigkeitskodex, der auch von Hochschulen inzwischen angewendet wird. Das war jetzt der Wirtschaftsbereich. Darüber hinaus sind wir aber auch mit der Zivilgesellschaft im Austausch. Wir haben ein großes Projekt seit 2016, die sogenannten regionalen Netzstellen, Nachhaltigkeitsstrategien, wo wir in den Regionen mit bestehenden Institutionen versuchen, Nachhaltigkeit zu implementieren. Und ging es uns nicht darum, jetzt nochmal ein neues Netzwerk zu etablieren, sondern das, was schon da ist, beziehungsweise die Institutionen, die schon da sind, miteinander enger zu verschränken und auch finanziell auszustatten und damit letztlich auch die Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie bis 2030 umzusetzen. Das jetzt mal in aller Kürze, was der Rat so tut. Ich würde jetzt weitergehen zu den Sustainable Development Goals. Was ist das eigentlich? Was steht dahinter? Die Sustainable Development Goals, kurz SDGs, die gibt es seit 2015 und die wurden im Rahmen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen beschlossen. Die Agenda 2030, das ist ein Papier, was letztlich darauf aufmerksam macht, wir haben globale Herausforderungen wie beispielsweise den Klimawandel, wie die Biodiversitätskrise, wie die Finanzkrise, die sich eigentlich nur gemeinsam bewältigen lassen. Und dafür brauchen wir ein Leitprinzip. Und das sollte das Leitprinzip der nachhaltigen Entwicklung sein. Und das sollte, beziehungsweise alle gesellschaftlichen Bereiche sollten mit diesem Prinzip durchzogen sein und eben auch von allen Ländern angewendet werden. 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben sich letztlich auch auf diesen Zukunftsvertrag verständigt und inzwischen, ist jetzt auch schon 6 Jahre her, haben sich viele Akteure aus unterschiedlichen Bereichen auf den Weg gemacht, so auch Deutschland. Deutschland beispielsweise, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, auf das ich gleich auch noch eingehe, hat die 17 Nachhaltigkeitsziele in die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie integriert. Das haben auch ganz viele andere Staaten gemacht, auch gar nicht mal nur mit Nachhaltigkeitsstrategien, sondern da wurden neue Gremien etabliert, da wurden neue Dialogformate etabliert und all das, was in diesen Staaten, die sich zu diesem Zukunftsvertrag verpflichtet haben, passiert, wird überprüft. Und zwar alle 4 Jahre im Rahmen des sogenannten HLPF, des High-Level Political Forums oder auf Deutsch das hochrangige politische Forum zur nachhaltigen Entwicklung. Das findet alle 4 Jahre in New York statt. Es gibt darüber hinaus jährliche Treffen und da werden die Ziele bzw. die Umsetzung dieser Ziele überprüft. Da müssen die Länder dann berichten über die Umsetzung rechtlich. Verbindlich sind die SDGs nicht, aber zumindest mal gibt es diesen Überprüfungsmechanismus. Deutschland hat da auch schon, jetzt das letzte, also 2020 war der erste große Bericht, da hat auch Deutschland berichtet. Genau. Hier einmal nochmal eine Grafik zu den SDGs. Die meisten von Ihnen, von euch, haben diese 17 Icons bestimmt schon einmal gesehen. Sie sind schön bunt. Gleichzeitig sind sie auch ein hehres Ziel oder stellen sie hehre Ziele dar, weil sie eigentlich so alles betreffen, also die komplette unsere Lebens- und Wirtschaftsweise letztendlich. Es geht von, wir wollen bis 2030 keine Armut mehr haben, ein gutes Gesundheitssystem global gesehen, eine hochwertige Bildung, wo ich gleich nochmal drauf komme, bezahlbare und saubere Energie, menschenwürdige Arbeit, weniger Ungleichheit, nachhaltige Städte und Gemeinden, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktionsmuster, Klimaschutz bis hin zu Partnerschaften, die all das in der Lage sind, auch umzusetzen.
Ich komme jetzt zu SDG 4 konkret und eben auch Bildung für nachhaltige Entwicklung, die ein Teil von SDG 4 darstellt und wie damit in Deutschland umgegangen wird. Ich habe hier mal den Wortlaut abgeschrieben quasi. Was steht eigentlich hinter Ziel 4? Hochwertige Bildung heißt für alle Menschen bis 2030 inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen sicherstellen. In Deutschland sind wir, was das angeht oder was dieses Ziel angeht, in vielen Bereichen schon relativ weit. Ich habe jetzt hier das Unterziel 4.7 mal rausgenommen. Also es gibt insgesamt 7 Unterziele von SDG 4, denn in SDG 4.7 steckt eben auch Bildung für nachhaltige Entwicklung und da ist auch in Deutschland noch sehr viel Luft nach oben, um das tatsächlich, um dieses Ziel zu erreichen. Da heißt es, bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zur nachhaltigen Entwicklung. Viele Ziele. Wie gehen wir damit in Deutschland um? Ich hatte es eben schon mal kurz angedeutet. Wir haben SDG 4 in die Nachhaltigkeitsstrategie integriert. Wir hatten natürlich auch vorher schon Ziele zu Bildung allgemein. Das sind im Prinzip die ich jetzt hier mal einfach mit reingenommen habe. Es gibt zu jeder Nachhaltigkeitsstrategie einen Indikatorenbericht. Der wird vom Statistischen Bundesamt aufgesetzt. Der wird alle 2 Jahre erneuert. Und um relativ schnell zu sehen, wie wir eigentlich stehen mit den Indikatoren und inwieweit wir die erreichen, hat sich das Statistische Bundesamt eine Wetterlage überlegt. Die versteht jeder schnell. Gewitter ist meistens eher schlecht, Sonne ist eher meistens gut. Und bei Bildung gibt es 4 Indikatoren. Das ist zum einen also frühe Schulabgängerinnen und Schulabgänger, das heißt also Menschen, die ihre Schule abgebrochen haben, Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Und da ist es so, dass das Ziel ist, bis 2030 unter 9.5% zu kommen. Da sind wir definitiv mal gar nicht auf dem richtigen Weg, weil 2019 lag das bei 10.3 und das war schon mal in der Vergangenheit sehr viel besser. Deshalb wurde hier die Gewitterlage reingenommen. Super sieht es dagegen aus bei akademisch Qualifizierten und beruflich höher Qualifizierten, also die Menschen, die eine abgeschlossene Fachhochschulausbildung haben oder eine Berufsausbildung. Da ist das Ziel, bis 2030 55% zu bekommen. Wir haben jetzt schon 50.5% und haben 2020 bereits auch das Ziel übererfüllt. Deshalb wurde das jetzt nochmal höher gesetzt auf 55%. Das lag bis 2020 noch bei 42%. So mittelmäßig gut sieht es aus bei der Ganztagsbetreuung für Kinder. Da wird nochmal unterteilt zwischen 0- und 2-Jährige und 3- bis 5-Jährige. Da sind wir auf dem richtigen Weg in beiden Feldern, wenn man auch in die Vergangenheit guckt. Aber wie man hier sieht, wir sind noch ziemlich weit von dem Ziel entfernt. Also wir sind da jetzt bei 17% für die Kinder bis 2 und wollen auf 35%. Und bei den 3- bis 5-Jährigen sind wir jetzt auf 48% und wollen auf 70%. Das ist jetzt das, was zum Thema Bildung, zum Thema SDG 4 in der Nachhaltigkeitsstrategie steht. Das mag für den einen oder anderen verwunderlich sein, weil so richtig mit Nachhaltigkeit, das kann man ja nicht so unbedingt rauslesen. Jetzt ist es so, oder jetzt kann man sich die Frage stellen, was macht denn jetzt die Bundesregierung dann ganz konkret zu BNE eigentlich? Und da gibt es ein großes Gremium. Und das ist die nationale Plattform Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die wurde auch 2015 etabliert. Da sind 40 ExpertInnen drin, aus auch wieder ganz unterschiedlichen Bereichen. Kann man sich vorstellen, wie schnell die auf eine Einigung kommen. Unter diesem Gremium gibt es 6 Fachforen. Das sind, die sind aufgeteilt nach klassischen Bildungsbereichen, frühkindliche Bildung, Schule, Hochschule. Und die umfassen auch nochmal 150 ExpertInnen. Und die haben sich dann nach 2 Jahren einen nationalen Aktionsplan geschrieben mit ganz, ganz vielen Zielen und Handlungsempfehlungen, die eben auch alle bis 2030 umgesetzt werden sollen. Und das Ganze wurde auch etabliert vor dem Hintergrund der internationalen, der globalen Entwicklung, nämlich eines UNESCO-Programms zu Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und diese nationale Plattform ist letztlich die nationale Umsetzung dieses UNESCO-Weltprogramms.
was im Rahmen, jetzt komme ich noch mal kurz zu den Indikatoren, im Rahmen dieses Gremiums gemacht wird aktuell, was uns als Rat sehr freut, weil wir das seit vielen, vielen, vielen Jahren empfehlen. Es wird eine Indikatorik zu BNE erarbeitet. Es gibt ein Verbundprojekt, beziehungsweise vier Verbundprojekte, die daran arbeiten, Indikatoren zu entwickeln, die BNE messbar machen. Aktuell wird das im schulischen und im berufsbildenden Bereich gemacht. Und diese Indikatoren, diese Verbundprojekte sind auf der Zielgeraden. Das heißt, irgendwann in naher Zukunft wird es diese Indikatoren geben. Sie haben es leider nicht, wie wir es gern gehabt hätten, in die letzte Überarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie geschafft. Das heißt, wir müssen jetzt wieder 4 Jahre erstmal warten. Aber immerhin sind sie kurz vor der Veröffentlichung und ab dann kann eben auch über die Nachhaltigkeitsstrategie BNE gemessen werden, was wir als Rat eben sehr begrüßen. Ja, das war jetzt einmal ein Ritt durch die SDGs, durch SDG 4, BNE in Deutschland. Und ich würde jetzt ganz gerne mal konkret werden, also gerne danach auch fragen zu den einzelnen Bereichen. Was kann jetzt jeder Einzelne auch tun, um nachhaltige Entwicklung weiterzutragen, um damit auch einen Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung zu leisten? Erstmal, man kann sich natürlich informieren im eigenen Unternehmen, in der eigenen Organisation. Was gibt es da eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit? Gibt es ein Nachhaltigkeitsleitbild, einen Bericht, einen Beirat? Kann ich mich selber engagieren? Man kann nachfragen, wenn man denn eine Kantine besitzt oder in den umliegenden Restaurants, je nachdem, wo man auch arbeitet, was gibt es da eigentlich an nachhaltigen Angeboten, also tatsächlich Lebensmittel, ganz niederschwellig. Haben diese Restaurants Bio-Angebote, saisonale, regionale Speisen beispielsweise? Man kann sich informieren zu diesem Thema auf einschlägigen Seiten wie dem Netzwerk N, das ist ein bundesweites Studierendennetzwerk, was auch sicherlich viele kennen. Dann die Kampagne 17 Ziele, die versucht, eine vom Entwicklungsministerium geförderte Kampagne, die eben versucht, die SDGs, 17 Ziele, sichtbarer zu machen. Das Gleiche gibt es auf internationaler Ebene, die SDG Action Campaign. Und wir als RNE, als Nachhaltigkeitsrat, informieren darüber natürlich auch. Dann ganz normal im Alltag einfach in Supermärkten, Restaurants und so weiter fragen nach Produkten mit vertrauenswürdigen Siegeln, nach nachhaltigen Produkten. Über das Informieren hinaus, man kann über die SDGs sprechen, mit Freunden, mit Familie. Was macht ihr dazu? Oder sie einfach bekannter machen. Man kann Informationen in Social-Media-Kanälen teilen. Und letztlich, man kann natürlich auf Veranstaltungen gehen zu dem Thema. Wir als Nachhaltigkeitsrat haben einmal im Jahr eine große Veranstaltung, die sogenannte Jahreskonferenz des Rates, wo wir Themen wie die SDGs natürlich auf der Agenda haben. Das findet meistens im Sommer statt. Die Jahreskonferenz ist auch immer mit der, jetzt viele Jahre lang mit der Bundeskanzlerin gewesen. Und da informieren wir einfach, was wir auch eben zu den jeweiligen Themen aktuell machen. Und last but not least, man kann sich selber engagieren, eine eigene Initiative gründen, eigene Aktionen machen. Wenn man dazu zu wenig Zeit hat oder auch finanziell nicht ausreichend ausgestattet ist, kann man sich Partner suchen, mit denen man gemeinsame Aktionen startet. Man kann andere motivieren, über Nachhaltigkeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung mehr zu sprechen, mehr zu schreiben, wie die Medien beispielsweise. Man kann sich selber engagieren im Rahmen einer freiwilligen Arbeit. Oder aber macht mit bei den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit, die aktuell laufen auch. Ist auch ein Projekt des Nachhaltigkeitsrates, wo im Prinzip Einzelpersonen, Unternehmen, Vereine, Kirchen ein Zeichen setzen können zu Nachhaltigkeit, zu BNE, zu Klimaschutz im Rahmen dieses Aktionszeitraums, wobei der immer weitergeht als diese Woche. Also der läuft jetzt noch bis zum 8. Oktober. Also wer Aktionen eintragen will, es gibt da eine Datenbank unter dem Hashtag Taten für morgen. Da kann man die eigene Aktion eintragen. Das kann ein nachhaltiges Picknick sein, ein Kleidertausch bis hin zu Veranstaltungen mit Personen aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, die zu diesem Thema referieren. Und wir haben jetzt, glaube ich, über 3000 Aktionen und das ist ja letztlich, also so sehe ich es, ist meine persönliche Meinung, ist das auch ein Zeichen dafür, dass in der Gesellschaft mehr gemacht oder dass es da Bedarfe gibt, so etwas zu tun, weil diese Aktion würde es vermutlich nicht geben, wenn die Politik ausreichend machen würde in diesem Kontext. Von daher, also die Zahl steigt jedes Jahr und ich kann da sehr ermutigen, mitzumachen. Damit bin ich jetzt für den Moment auch am Ende
Und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Ricarda. Ich gebe über an Alexander für das Q&A. Ebenfalls vielen Dank. Auch für den spannenden Vortrag und auch für die vielen Fragen, die jetzt gestellt wurden. Wir haben 4 Minuten. Mal schauen, wie viel wir davon beantworten können. Ich fange mal an mit der Frage von Susanne Klar. Genau genommen waren es 2. Zum einen ist die Frage, wofür dich die aktuelle Nachhaltigkeitsstrategie der BRD, der Bundesrepublik Deutschland, da würde ich, Ricarda, dich bitten, ich habe da schon einen Link gepostet, vielleicht kannst du überprüfen, ob es der richtige ist und dann nochmal in den Chat gehen. Die zweite Frage lautete, wird die informelle bzw. außerschulische Bildung nicht abgebildet? Ich denke, auf diese Frage bist du mit der nationalen Plattform BNE schon eingegangen, aber vielleicht kannst du dann nochmal auch zu der Frage, auf die Fragestellung nehmen. Ja, vielen Dank. Also zu Frage 1, Alexander, ich habe mir das angeguckt, das ist genau der richtige Link, da findet man die Strategie, gibt es inzwischen auch in der Kurzfassung, was sehr schön ist, weil das Hauptwerk hat über 350 Seiten, die Kurzfassung 36, also ich empfehle die Kurzfassung, für den Einstieg zumindest mal. Zweite Frage, außerschulische Bildung, die ist tatsächlich mit inbegriffen im Rahmen der nationalen Plattform BNE, gibt es eben diese 6 Fachforen und eins dieser Fachforen beschäftigt sich ganz explizit mit der außerschulischen Bildung. Die ist aber nicht, also wenn darauf die Frage abgezielt ist, die ist nicht in der Indikatorik abgebildet. Das eben nicht, aber es wird sich damit beschäftigt, das ist auch ein Anliegen dieser Plattform, dass man sich auch gleichberechtigt beschäftigt mit der außerschulischen Bildung im Vergleich zu den klassischen Bildungsbereichen wie eben Hochschule, Schule und so weiter. Okay, cool, vielen Dank. Also ja, sie wird berücksichtigt, aber nein, nicht in der Indikatorik. Vielen Dank. Elke fragt, gibt es Bildungsangebote, die daran unterstützen, aus all dem Wissen, was wir über Nachhaltigkeit haben, auch ins reale und konkrete nachhaltige Handeln zu kommen? Die Frage wurde gestellt, nachdem du die Plattform BNE schon vorgestellt hast. Ich würde da tatsächlich auch auf die Plattform BNE verweisen. Da gibt es eine Reihe an Lehrmaterialien, diese komplette Seite wurde kürzlich überarbeitet. Das sollte also auch alles aktuell sein. Und da gibt es einen Haufen an Lehrmaterialien genau dazu. Wir selbst als RNE haben da keine Materialien, die wir anbieten können, weil wir auch kein wir haben jetzt kein aktuelles Papier oder kein aktuelles Projekt, was sich ausschließlich mit BNE beschäftigt. Aber dafür gibt es eben die nationale Plattform BNE, wo wir mit einem Ratsmitglied eben auch vertreten sind und darüber unsere Ideen einstreuen, sag ich mal. Aber die Lehrmaterialien sind da abrufbar auf der Seite. Dankeschön. Eine weitere Frage von Linda. Sind die Bildungsbereiche, die messbar sind, alle auf dieser kognitiven Ebene verortet oder sind in den Bereichen für Bildung, für die Zukunft, worum es Ihrer Auffassung ja bei Nachhaltigkeit auch geht, auch Kompetenzentwicklung von Kindern und Jugendlichen, die wir in einer Welt von morgen brauchen, mitgedacht? Das wüsste ich auch gerne. Ich habe leider keinen Einblick in die Indikatorik, in diese Verbundprojekte. Man kann danach mal googeln. Ja. Es gibt eben diese 4 Verbundprojekte, wo die Wissenschaft auch mit drin ist. Wie dies letztendlich, also ich weiß nur, es soll eine Indikatorik gehen für den Schulbereich eben und für den berufsbildenden Bereich, wie die aussehen. Ich wüsste es selber sehr gerne und das schon sehr lange wüsste ich sehr gerne. Aber vielleicht in ein paar Monaten sollte es dann soweit sein. Aber man kann danach mal googeln und vielleicht kommt man da dann ein Stück weiter oder kann die Leute persönlich anschreiben, die da mitwirken. Okay. Yvonne, nicht wundern, ich lasse jetzt eine Frage aus, die Frage nach den Siegeln. Die fordert mehr Zeit, als wir jetzt noch haben, weil ich glaube, Jannike sitzt schon ein bisschen auf Kohlen. Aber eine Frage möchte ich gerne noch stellen. Und zwar ist die von Nina. Die Angst vieler Menschen, zumindest in Deutschland, beim Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, verändertes Wirtschaften und so weiter, ist ja unter anderem auch selbst in die Arbeitslosigkeit zu rutschen. Das gilt überwiegend für Nicht-Akademiker. Ist das Thema lebenslanges Lernen, Weiterbildung etc. pp. In SDG 4 mit abgebildet? Also ich kann nur eins dazu sagen, das ist in SDG 4 so nicht mit abgebildet, was Deutschland anbelangt. Auf jeden Fall mal sozial benachteiligte Menschen und auch Menschen mit Migrationshintergrund haben es nach wie vor leider in Deutschland sehr viel schwerer als Personen, die aus, ich sag mal, wohlhabenderen Haushalten kommen, am Bildungssystem insgesamt teilzunehmen. Das ist ein Problem, was Deutschland hat, was gar nicht so viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat, also nicht sofort mit Nachhaltigkeit, natürlich beim zweiten Gedanken auf jeden Fall. Und das ist etwas, wo wir was wir angehen müssen. Das kann ich dazu sagen.
Vielen herzlichen Dank. Und wenn ich noch eine Bitte an dich richten darf, vielleicht magst du dir die Frage von der Yvonne anschauen. Du bist da sicher kompetent und kannst zu der Siegelfrage vielleicht sogar einen Link zur Verfügung stellen. Jannike, weiter im Text. Ja, vielen Dank. Danke dir, Ricarda. Danke. Sehr gerne. Danke auch. Virtuelles Applaus. Und wir machen weiter mit Antonio Rossi von Patagonia. Der hat auch Spannendes vorbereitet. Antonio, bist du da? Kannst du dein Video einschalten und dein Audio? Ja, hallo. Hallo, willkommen. Ich bin hier. Willkommen. Willkommen, willkommen. Ja, schön. Ja, also die Bühne gehört dich. Leg los, du kannst gerne deinen Schirm teilen und wir sind gespannt. Super, das freut mich sehr. Ja, vielen Dank, dass ich hier heute präsentieren darf und mit euch ins Gespräch kommen darf. Ich bin Antonio Rossen von Patagonia, hier in Berlin angestellt als Kontaktperson, insbesondere zur Klima- und Umweltbewegung, auch zu anderen entsprechenden Unternehmen, B-Corporations und anderen nachhaltigen Unternehmen und allen Menschen, Changemaker, die etwas verändern wollen in Richtung Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umweltschutz. Und als solcher total dankbar, heute hier sprechen zu dürfen. Ich teile mal mein Screen. Ich hoffe, ihr seht mir nach, dass ich... So. Ich hoffe, ihr seht mir nach, dass ich keine super krasse Präsentation gebastelt habe. Aber ich komme gerade, ich bin gerade wieder mein zweiter Arbeitstag, nachdem ich 2 Monate Wahlkampf gemacht habe für die Klimaliste Berlin, und ich bin noch ein bisschen durch. Ich sage euch, Wahlkampf ist ganz, ganz schreckliche Sache. So, aber zurück zu Patagonia. Ich habe den kurzen Input mal betitelt, wie Bildung dabei hilft, den Planeten zu retten. Das geht natürlich auf das die Unternehmensmission Patagonias zurück. We are in business to save the home planet. Mal sehr hoch gestochen, aber immerhin treibt es alle Mitarbeitenden dazu an, ihr Bestes zu geben, so viel wie möglich zu schaffen. Genau, ich möchte vielleicht unter diesem Motto weitermachen. Gute Bildung schafft Wissen und Erfahrung. Für mich erinnere mich noch an meine Schulbildung. Das war häufig nur in Anführungsstrichen Wissensvermittlung, auswendig lernen. Das fand ich dann nicht so spannend. Cool war es irgendwie immer dann, wenn eine Erfahrung stattgefunden hat. Entweder man hat halt selber was erfahren, wenn man irgendwo ist und selber richtig physisch eine Erfahrung macht. Oder zumindest, wenn eine Person zum Beispiel eine Geschichte erzählt. Wir sind ja alles empathische Menschen, soziale Menschen. Sobald jemand eine persönliche Geschichte oder Erfahrung erzählt, empfinden wir das auch schon viel mehr mit und lernen dadurch viel besser, als wenn wir einfach nur grobes Wissen bekommen. Vielleicht dazu eine kleine Geschichte von mir selbst. Ich war mal eine Zeit lang Vollzeitaktivist, und wie bin ich da reingeraten? Ich war bei Klimanotstand Berlin, einer Initiative, die für den Klimanotstand in Berlin eine Volksinitiative gestartet hat. Und da war ich einmal da bei dem Treffen und wusste gar nicht, was mich erwartet. Und dann hielt der Initiator dieser Initiative hielt einen Vortrag und dort das gesammelte Wissen zur Klimakrise vermittelt. 2019 war das. Und zwar eigentlich sehr akademisch, aber gleichzeitig gut verständlich. Und als jemand, der sich vorher damit nur grob beschäftigt hatte und wusste, es ist schlecht, ja, war das dann nochmal so ein Aha-Moment, in dem man mal so richtig voll ins Gesicht halt all diese krassen Fakten gibt, wo du halt Angst bekommst, wirklich. Und zum Beispiel diese Grafik hier, die ich total schwer zu verstehen finde, ist so ein Beispiel für Wissen, was nicht viel mit Erfahrung zu tun hat. Hier geht es um den Zustand Hot House Earth. Was passiert, wenn die Erde in einen Zustand abgleitet, wo sie so heiß wird und so unkontrollierbar und unstabil, dass wir hier nicht mehr leben können? Und diese Grafik ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Und gleichzeitig auch diese Grafik, die hat er auch verwendet, kennen sicherlich auch die meisten von euch, die sogenannten Klimakipppunkte im globalen System, die sich gegenseitig bedingen und dazu führen können, dass wir die Kontrolle über das Klima verlieren. Aber so viel zum Wissen. Warum bin ich dann damals dort aktiv geworden? Nicht wegen dieser Präsentation, sondern letzten Endes wegen genau dem hier, wegen den Menschen,
die Erfahrung, physisch präsent zu sein und sofort mitgenommen zu werden. Hey, wir haben hier ein Problem, aber wir haben halt auch eine Lösung. Wir haben hier eine Unterschriftenliste, wir sind eine Gemeinschaft, wir gehen jetzt auf die Straße, wir sammeln Unterschriften. Das war relativ einfach und das Angebot konnte man kaum ablehnen, nachdem man das Wissen bekommen hat. Was bedeutet das jetzt für Patagonia? Das war ja jetzt so kurz die Vorgeschichte für Patagonia. Heißt es, wir haben diese Mission, we're in business to save our home planet. Das heißt, wir möchten nicht nur als Unternehmen so wenig Schaden wie möglich anrichten, sondern wir möchten eben auch, dass andere Menschen entsprechend auch versuchen zu leben, dass andere Unternehmen auch entsprechend versuchen zu wirtschaften und dass vor allen Dingen diejenigen, die diese Message auch haben, dass wir deren Stimme lauter machen, als sie aktuell noch sind. Patagonia hat sich verschiedene Solution Areas, also Lösungsgebiete rausgesucht. Das ist jetzt nochmal eine Auswahl, das sind so die wichtigsten. Das sind einmal also Lösungen für die Klimakrise als das drängendste und größte Problem, was wir sehen. Dann gesunde Länder und Gewässer. Ein weiteres Riesenthema, Biodiversität spielt da zum Beispiel auch mit rein. Und dann auch den Bereich der Communities, also der Gemeinschaft. Und anstatt diese jetzt einzeln sich anzuschauen, schauen wir uns die eher ganz grob so an. Das sind jetzt meine PowerPoint-Skills von gerade eben. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Also wir versuchen zu schauen, wo sind da die Schnittmengen. Und dazu, genau dazu machen wir dann Kampagnen. Dazu suchen wir uns strategische PartnerInnen und versuchen unsere Kundinnen, aber auch andere Menschen aufzuklären. Also der Sweet Spot ist möglichst in der Mitte. Ein Beispiel, was ich euch jetzt mitgeben möchte, ist unsere neueste Kampagne. Das ist die We the Power Kampagne. Das haben wir vor einigen Monaten im April gestartet. Dabei geht es um erneuerbare Energie, also ja, in erster Linie Strom, aber auch Energieerzeugung allgemein. Und zwar, wie du als Mensch die erneuerbare Energie unterstützen kannst. Also nicht nur geh irgendeine Partei wählen, damit die erneuerbare Energien ausbauen, sondern was kannst du denn ganz konkret machen? Und da haben wir das Konzept der Bürgerenergie gefunden. Ein Konzept, was, sage ich mal, mit dem ursprünglichen Unternehmensinhalt von Patagonia erstmal sehr wenig zu tun hat. Also wir machen Outdoor-Kleidung und Sportkleidung und das ist jetzt irgendwie Energie- und Stromerzeugung. Also das war für uns alle ein sehr krasser Lernprozess, aber wir haben uns da reingearbeitet. Wir haben mit vielen Menschen gesprochen, die sich auskennen mit dem Energiesektor und haben sehr viel gelernt über Energie und über Bürgerenergie und darüber, wie Menschen sich zusammenschließen und gemeinsam zum Beispiel in Form einer Genossenschaft Energie erzeugen und auch nutzen können. Und dann natürlich volle Kontrolle darüber haben, ist das jetzt Energie, die aus Kohle gerade erzeugt wird oder aus Gas, oder ist das eben Energie, die auf unseren Hausdächern durch Solarpaneele oder durch ein gemeinsam finanziertes Windrad in unserer Nachbarschaft, in unserer Kommune erzeugt wird. Und hier ist also jetzt, ich zeige euch nochmal ein bisschen die Screenshots von der Website, der Teil erstmal Bildung, ja, hier Wissensvermittlung. Wissensvermittlung nochmal kurz zurück. Hier seht ihr den Button zum Film. Wir haben einen Film gedreht, der ist ungefähr 40 Minuten lang. Das machen wir ganz gerne, dass wir einen dokumentarischen Film drehen, der gleichzeitig auch schon gleich Motivation mitgibt. Ja, und wer dann mehr wissen möchte, der kann zum Beispiel hier oder die kann hier auf diese Plattform kommen und kann sich eben mehr Wissen und Informationen abholen. Empowerment durch Bildung steht sogar ganz oben, fand ich eigentlich ganz passend hier für das Event. Wenn ich dann hier runter scrolle, dann finde ich zum Beispiel Fakten zur Bürgerenergie, was ist das und so weiter. Und dann, wie funktioniert das? Also nachdem ich jetzt weiß, Bürgerenergie ist, Menschen schließen sich zusammen, erzeugen Energie. Wie funktioniert denn das? Also was heißt das jetzt im lokalen Bereich? Inwiefern kann ich davon eigentlich jetzt profitieren? Das ist ja auch erstmal gar nicht so ganz klar. Also okay, das Klima profitiert vielleicht, aber kann ich auch selbst profitieren? Übrigens, kleiner Hinweis, ja, auf jeden Fall. Denn wenn ihr selber eure Stromerzeugung als Gemeinschaft macht und organisiert, dann investiert ihr ein bisschen mehr Zeit und Energie. Ja, aber dafür müsst ihr ja keine Profite mehr machen, die andere Unternehmen nämlich machen müssen. Und
Wir wissen ja, steigende CO2-Preise etc., Kohle und Gas werden immer unprofitabler. Also Energiegenossenschaften sind auch strategisch auf die nächsten 10, 20 Jahre gesehen eine sehr sinnvolle Sache für uns alle, wenn wir uns nicht mit den Folgen der Fehlinvestitionen umschlagen wollen, die gerade die letzten Jahre noch getätigt wurden. Aber das nur am Rande. Warum ist das wichtig? Natürlich, wir alle wissen, jede gute Kampagne braucht immer ein Warum. Warum ist das wichtig? Also hier nochmal Umwelt, Community, Energie, wie hängt das alles zusammen? Und warum sollte ich mich da engagieren? Und dann direkt im Anschluss auch die Frage, wie kann man sich engagieren? Und das ist eben auch ganz stark die Message vom Film, zu sagen, hey Leute, ihr könnt eben selber was machen. Es geht nicht nur immer darum, dass andere irgendwie was machen müssen, zum Beispiel die Politik, zum Beispiel die großen Energiekonzerne, sondern ihr als kleine Menschen, ihr könnt euch selbst nur mit anderen 3, 4 zusammenschließen. Zum Beispiel eine Energiegenossenschaft gründen und gemeinsam Strom erzeugen, und die können euch das nicht verbieten. Ja, können zwar Lobbying betreiben, was sie auch gemacht haben, sodass das Gesetz geändert wurde, dass es schwieriger geworden ist für Energiegenossenschaften, aber das können die leider machen, aber sie können es euch nicht verbieten und am Ende profitiert ihr selbst so noch davon. Und vielleicht jetzt nochmal als letzter Screenshot hier, das ist nicht mehr unsere Seite, aber wenn man sich durchklickt, wenn man also sich informiert hat und zu Deutschland ganz konkret die Kampagne sich anschaut, kurzer Einschub, die Kampagne ist europaweit, also über alle Länder hinweg, aber jetzt ganz konkret zu Deutschland haben wir einen Partner, die Bündnis Bürgerenergie, und die haben wiederum auf ihrer Website so eine Karte jetzt, und jetzt kann ich also, werde ich von der Patagonia-Seite weitergeleitet auf diese Seite von der NGO, Bündnis Bürgerenergie, und kann jetzt hier schauen, was gibt es denn für Bürgerenergiegenossenschaften bei mir um die Ecke? Gibt es hier was Lokales oder habe ich hier in Anführungsstrichen nur die Möglichkeit von einer national tätigen Genossenschaft Strom zu beziehen, und kann dann direkt von hier wiederum auch weitergeleitet werden auf deren Website und dort Mitglied oder Kunde werden. Genau, und das zum Abschluss noch kurz. Wie ist dieser Prozess? Was spielt da alles ineinander? Das ist jetzt auch nur eine Auswahl, relativ high level, aber wir haben halt am Anfang geschaut, wir haben jetzt ein Thema, Bürgerenergie. Wir wollen, dass Menschen das irgendwie cool finden. Also mussten wir erstmal intern eine Menge recherchieren und selber fortbilden. Dafür haben wir zum Glück den Luxus bei Patagonia, dass wir ein Umweltschutzteam haben, die halt dafür da sind, die auch, dazu gehöre ich auch. Wir werden dafür bezahlt, uns in sowas reinzuarbeiten, Kontakte herzustellen zu NGOs, zu eben Genossenschaften, mit denen zu sprechen und dann diese Bildung intern im Unternehmen eben auch weiterzutragen. Und dann haben wir den Film, der wurde parallel schon gedreht, diesen Film, den screenen wir, wir machen Events, wo durch Corona natürlich aktuell eingeschränkt, aber wir konnten zum Teil jetzt auch Filmscreenings machen, Events, sogenannte Switching Parties, wo wir mit Leuten zusammen den Stromanbieter gewechselt haben, direkt vor Ort. Das heißt, da ist die Komponente der Erfahrung direkt halt immer schon sehr groß bei einem Event. Das sind eigentlich uns die liebsten Bestandteile einer Kampagne. Und dann eben jetzt auch während Corona ganz stark diese Digitalkampagne. Also viel Wissensvermittlung online und immer ein Call to Action mit dabei. Also immer auch gleich nicht nur Wissen, sondern auch, hey, hier ist direkt eine Gemeinschaft bei dir in der Nähe. Hier kannst du direkt mitmachen. Und da lernen wir aktuell noch. Da sind wir noch nicht die Expertinnen, die wir gerne wären. Deswegen ist die Conversion auch bei dieser Kampagne nicht so hoch. Das ist ein sehr kompliziertes Thema. Darüber können wir gerne jetzt auch gleich noch ins Gespräch kommen. Da würde mich auch eure Meinung zu interessieren. Und genau, der letzte Block hier, PartnerInnen anbinden, super, super wichtig. Wir würden so eine Kampagne auch niemals einfach machen, ohne dass wir PartnerInnen haben, die eben auch Ahnung vom Thema haben, die ihrerseits ein größeres Netzwerk noch haben, die uns an der Seite stehen und uns auch mal ehrlich die Meinung sagen, wenn sie finden, dass wir nicht in die richtige Richtung gehen mit der Kampagne. Also das ist super wichtig. Das sind mal so 4 wichtige Bestandteile für uns von einer solchen Bildungs- und Umweltkampagne. Und ja, damit erstmal genug geredet. Ich würde jetzt ans Q&A übergehen. Danke, Antonio.
Du sprichst mir in vielem aus dem Herzen, weil ich bin Aufsichtsrat einer Bürgerenergiegenossenschaft und ich stimme dir in allem zu. Und ich bin überdies, abgesehen von deinem Vortrag, auch sehr glücklich, dass du heute hier bist, weil ich mich gerne erinnere, dass ich im Jahre 2010 mal von eurem Gründer Yvan Chouinard ein Interview gesehen habe, How to Simplify Your Life. Ich verlinke das gleich mal. Das so unglaublich motivierend ist, auch unter Gesichtspunkten Bildung für nachhaltige Entwicklung, weil er so viele Dinge anspricht, die so richtig und wichtig sind. Also großartig, dass du heute hier mit uns dabei bist. Ich habe eine Frage aufgenommen von dir, Yvonne, und wir wissen, dass du um 16 Uhr los musst. Yvonne fragt, gibt es Metriken, wie der Erfolg der Kampagne, die du gerade uns gezeigt hast, gemessen wird? Habt ihr da was? Ja, und ich hätte gerne die aktuellen Zahlen mitgebracht. Ich habe die leider gerade nicht und müsste die jetzt erst einmal nachschauen. Aber der Film ist ja so ein bisschen einer der Entry Points. Der hat jetzt gerade 1 Million Views auf YouTube, was schon gut ist, ne? Aber es ist halt europaweit und da hätten wir uns auch deutlich mehr erwünscht. Ansonsten waren es relativ niedrige Click-Through-Raten von dem Film zu unserer Landingpage. Kann euch gerade die Zahlen nicht geben, aber das kann ich euch gerne mal zuschicken, wenn euch das noch weiter interessiert. Was dann ganz gut funktioniert hat, war auf der Landingpage quasi, dass die Leute sich dann auch da weitergeklickt haben zu den Informationen zu ihrem jeweiligen Markt, also zum Beispiel zu Deutschland, dann dort nochmal die lokalen Infos sich angeguckt haben. Was dann wiederum halt noch ein weiterer Schritt ist, ist ja der Klick quasi zu dieser Karte bei unserem Partner, Bündnis Bürgerenergie. Und da haben wir auch schon das Learning gemacht, das war gut gemeint, die Glaubwürdigkeit auf deren Webseite dann auch nochmal zu nutzen. Aber eigentlich jeder, der Online-Marketing macht, weiß, so irgendwie nach 3 Schritten ist eigentlich die Luft auch raus. Und am Ende, genau. Deswegen sind wir dazu übergegangen, relativ viel Social Media Ads zu schalten, die eben viel jetzt auch direkt auf diese Karte halt verweisen, also bei unserem Partner direkt. Das heißt, da sind wir dann eigentlich nur noch die Entität, die eine Werbeanzeige schaltet auf einer Social Media Plattform und das dann direkt dorthin geht. Genau, also das war dann auch das Erfolgreichste von allem und ich glaube auch über Google hatten wir da relativ gute Erfahrungen gemacht. Zu den konkreten Zahlen, ich kann euch die gerne nochmal zuschicken. Das wäre super. Wer hat die Frage gestellt? Die kommt von Yvonne. Yvonne Brumheim. Ah, okay, alles klar. So. Ja, ich kann die sonst auch gerne hier einmal euch weiterleiten über das Recall-Netzwerk und dann, genau. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, dass noch jemand eine Frage an dich hat, lieber Antonio, und zwar die Janneke. Ja, danke, Antonio, für deinen Vortrag. Ich war sehr begeistert von dieses Thema der internen Fortbildung auch innerhalb Patagonia. Könntest du vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen über, wie ihr halt das Sammeln von neues Wissen in den täglichen Tätigkeiten einbindet von den MitarbeiterInnen von Patagonia? Oh ja, sehr gute Frage. Also das neue Wissen, es kommt ja immer darauf an. Das Spannende bei Patagonia ist, glaube ich, wenn du hier arbeitest, es gibt irgendwie jedes Jahr mindestens eine Kampagne zu einem eigenen Thema, seien das zum Beispiel hatten wir was gegen einen Staudamm zur Viosa, dass der Fluss als wilder Fluss bestehen bleiben soll, dann lernst du halt relativ viel über den Wert von wilden Flüssen und warum man nicht so viele Staudämme überall hinbauen sollte vielleicht. Und dann im nächsten Jahr hast du was zur Bürgerenergie und dann im nächsten Jahr sind wir gerade an dem Thema natürliche Lösungen für die Klimakrise. Also wie können wir denn zum Beispiel CO2 binden im großen Stil und das auf ökologische Weise, was Biodiversität auch gleichzeitig schützt. Es sind immer unterschiedliche Themen und ich glaube, wer länger dabei ist, wird halt auch immer ein bisschen radikaler so in den Ansichten, weil du siehst, die wird halt schon vor Augen geführt, so wie viel halt einfach auf allen Ebenen schief geht in der Ökologie. Und jedes Mal, wenn du dich dann wirklich mal tiefer reinarbeitest, dann wirst du ja, ist es halt meistens deprimierend. Schauen wir der Sache ins Auge, ja. Und es gibt halt häufig so symbolische Erfolge, wie zum Beispiel dieser Staudamm, den wir tatsächlich auch durch eine Kampagne mit verhindern konnten, ganz konkret. Aber
dann siehst du halt, wie viele Staudämme sonst noch gebaut werden auf der Welt. Ne? Und genau, was das jetzt konkret für die Mitarbeitenden dann bedeutet, kommt natürlich immer stark drauf an. Also ganz direkt hat das häufig gar nicht den großen Einfluss auf die sonstige Tätigkeit, aber indirekt dieses Denken der ganzheitlichen Ökologie und auch das Campaigning zu verinnerlichen. Also Patagonia ist ja schon ganz gut darin, Kampagnen zu machen, auch kreative Kampagnen zu machen, und da lernen wir natürlich stetig dazu. Und das wollen wir auch in der Zukunft weiterhin und noch viel mehr auch anderen zur Verfügung stellen, auf NGOs zu gehen und sagen, hey Leute, ihr habt ein cooles Anliegen, wir haben hier so eine Maschinerie, die würden wir jetzt gerne anschmeißen und uns dahinter klemmen. Ja, und das halt vielleicht noch als eine Sache, die wir immer beachten wollen. Wir wollen, dass es einen großen Effekt halt auch hat. Also wir schauen halt, das Thema ist wichtig, okay, ganz viele Themen sind sehr wichtig, aber dann auch, was kann unser Beitrag jetzt wirklich verändern? Und manchmal kann halt ein Film super viel verändern, ja, und manchmal ist es halt nur der 15. Film zu dem Thema innerhalb von 5 Jahren. Genau. Also das ist schon auch immer wichtig. Und man muss ja halt auch dazu sagen, vielleicht nochmal, wir haben ja auch Läden, unsere Patagonia-Stores, auch hier in Berlin, und da sind ja Mitarbeitende im direkten Kontakt zu Menschen. Es kommt jetzt halt auch häufig vor, dass dann Menschen kommen und konkret Fragen stellen, zum Beispiel zum Thema Bürgerenergie. Und zum Teil können die Mitarbeitenden das gar nicht zu 100% beantworten. Ja, also damit lernen wir halt auch umzugehen. Aber dadurch ist es halt, das Gute daran ist, dass wir wissen, was für Fragen Menschen denn haben, wenn du denen direkt mal gegenüberstehst. Weil online ist es immer nochmal eine andere Welt. Aber wenn du direkt vor dem Menschen stehst und der stellt dir die Frage, hey, aber ist nicht mit Wasserstoff irgendwie alle Energieprobleme gelöst? Oder, also dann hast du direkt dieses direkte Gespräch auch noch dabei. Und das wiederum hilft dann, die Kampagne hinterher noch anzupassen und zu verbessern. Vielen Dank, Antonio. Und vielen Dank auch an Mathieu. Mathieu hat inzwischen auf Blue Heart verlinkt im Chat. Genau, ich wollte nur kurz was dazu sagen, weil ganz konkretes Beispiel, Staudamm war bei uns, ich bin einfach nur angemeldet auf die Newsletter von Patagonia und wurde ich angeladen, zu einem Film-Präsentation in dem Store von Patagonia in München. Und da waren auch sehr, sehr viele andere, entweder Kunde und auch Interessenten, die da waren. Und da wurden wir quasi gebildet über das Thema. Und da könnten wir damit anfangen, uns Gedanken zu machen, schauen, wie wir doch da proaktiv konkrete Aktionen unternehmen können. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Blue Heart of Europe. Das war die Kampagne und da gab es dann auch jetzt kürzlich einen zweiten Teil zu. Wen das interessiert, schaut da gerne mal auf YouTube, da gibt es auch dann einen entsprechenden Film zu. Dankeschön. Genau. Und vielleicht noch als ein Schlusswort, wenn irgendwer von euch irgendwie Bock hat, auch mal so ein Event zusammen zu machen, zu sagen, zum Beispiel in dem Patagonia Store, wir haben hier einen Film, über den könnte man vielleicht diskutieren, dann laden wir uns noch ein paar Leute dazu ein. Sowas geht natürlich auch immer total gerne. Also gerne auf mich zukommen auch. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Wir wissen, dass du gleich los musst. Danke, dass du bei uns warst. Ricarda hat sich auch schon verabschieden müssen. Vielen Dank sozusagen in absentiam. Und ich gebe jetzt an die Janneke, die unsere Dritte ankündigt. Ja, vielen Dank, Antonio. Und ja, liebes Publikum, wir sind jetzt bei unserer dritte Referentin, die Elisa Scheidt von Fair Afric. Elisa, bist du bereit? Ich bin bereit. Super, dann darfst du auch deinen Schirm teilen und sind wir ganz gespannt über, um zu lernen, wie Fair Afric auch Lieferanten hilft mit Bildung. Genau, ich mache noch schnell Vollbild. So, seht ihr mein Vollbild? Perfekt. Super. Also, ich bin die Elisa von Fair Afric. Ich leite das Marketing-Team und Kreativteam bei Fair Afric seit 2,5 Jahren. Und ich bin total froh, euch heute die vielleicht fairste Schokolade der Welt vorstellen zu können und vor allem die Frage zu beantworten, die ich mir selber gestellt habe: Wie hängen eigentlich Schokolade, Bildung und Klimaschutz zusammen? Und im Laufe der Präsentation hoffe ich, ein paar Antworten auf diese Fragen geben zu können,
ist natürlich auch nur durch meine Brille. Ich glaube, dass es die Schnittmenge Bioanbau und vor allem auch Arbeitsplätze auf dem Land sind. Zu Fair Afric. Ihr seht hier unser Fair Afric Produktionsteam in Ghana. Die heißen News von Ende letzten Jahres sind, dass wir jetzt eine neue solarbetriebene Schokoladenfabrik in Amanase haben. Das ist auf dem Land, da wo auch die Kakaofarmen sind. Und schon jetzt ist das die größte Arbeitgeberin der Region. Ein paar Facts noch zu Fair Afric. Uns gibt es seit 2016. Uns geht es vor allem darum, den Anteil Afrikas an der Wertschöpfungskette in der Schokoladenindustrie dramatisch zu erhöhen. Ihr wisst sicher, dass zum Großteil große Konzerne einfach sich im globalen Norden die Taschen voll verdienen und sehr, sehr wenig einfach ankommt in den Ursprungsländern, und das möchte Fair Afric ändern. Wir haben angefangen mit der Crowd tatsächlich, haben 2016 dann die erste Kickstarter-Kampagne gelauncht, und es ist wirklich, Fair Afric ist aus der Crowd, aus der Schwarmintelligenz heraus geboren. Man hat wirklich gemerkt, dass die Leute einfach das Gefühl auch haben, es ist Zeit, grundlegend was zu verändern. Zum Thema Klimaschutz. Seit 2018 sind wir auch ein klimaneutrales Unternehmen. Seit diesem Jahr haben wir endlich die Aluminiumverpackung ad acta gelegt und haben jetzt eine Verpackung aus Holzstofffolie. Das heißt, sie ist komplett recycelbar. Und was mich total freut, wir sind seit diesem Jahr Mitglied der GWÖ und arbeiten jetzt an einer Bilanz und wollen nächstes Jahr das erste multinationale Unternehmen sein, der GWÖ, das eine GWÖ-Bilanz gemacht hat. Da freuen wir uns auch vor allem drauf. Genau. Nun noch mal kurz, warum, wie, was? Warum arbeitet Fair Afric so, wie wir arbeiten? Uns geht es darum, neokoloniale Wertschöpfung, Wirtschaftsstrukturen aufzubrechen und wirklich die Wertschöpfung in das Ursprungsland der Kakaoproduktion Ghana zu verlagern. Wie machen wir das? Wir schaffen lokale, qualifizierte Arbeitsplätze vor Ort. Es gibt nicht wahnsinnig viele BewerberInnen auf unsere Stellen. Dazu sage ich später auch noch mal was dazu. Und was? Wir produzieren Bean-to-Bar, fertig verpackt die Tafel, Bio-Schokolade aus Ghana, die dann weltweit exportiert wird. Aktuell fokussieren wir uns aber vor allem auf Deutschland, Österreich und Schweiz. So, hier kommt mein erster Punkt. Ich nenne ihn mal Familien unterstützen vor Kinderarbeit schützen. Ich denke, das ist der größte Pain-Point, wenn man an Schokoladenproduktion oder Kakao auch denkt. Und es ist wirklich dramatisch. Also es ist nicht schön zu reden. In den letzten 10 Jahren hat sich einerseits das Interesse an ökologischen und fairen Lebensmitteln verdoppelt. Aber genau in derselben Zeit ist der Anteil der Kinderarbeit im Kakaoanbau um 11% gestiegen. Obwohl so viele große Konzerne sich verbunden haben, gesagt haben, wir müssen da was ändern. Woran liegt das? Vor allem an den schwankenden Kakaopreisen. Also was ganz wichtig ist zu wissen, ich hatte das Glück, jetzt zweimal selber vor Ort in Ghana sein zu dürfen. Es gibt keine Familie, die wirklich freiwillig ihre Kinder auf Kakaoplantagen schickt, um zu arbeiten. Also meine persönliche Meinung ist, es ist nicht der Weg, die Menschen am Ursprung, die Familien zu benachteiligen und krass zu kontrollieren. Es muss sich im System einfach was ändern. Das heißt, wenn Familien genug Geld haben, für ein Auskommen ihrer Familie zu sorgen, dann sind sie auch nicht mehr gezwungen, ihre Kinder auf die Farm zu schicken. Was tun wir also dagegen? Einerseits ein ganz großer Punkt ist der Bioanbau. Wir arbeiten zusammen mit der Kakao-Initiative, der Bio-Kakao-Initiative von Yara Global Limited. Das ist die erste Bio-Kakao-Initiative Ghanas. Und ein großer Teil der Arbeit von Yara Global sind vor allem die Bio-Anbautrainings. Das heißt, die Kakaofarmerinnen bekommen Lehrgänge, wie sie einerseits ihre Erträge verdoppeln können. Das ist nämlich auch das Krasse, was ich erst gar nicht richtig verstanden habe, dass wenn man Bio anbaut, tatsächlich sehr viel mehr Ertrag, sehr viel mehr Ernte hat als bei konventionellen Kakaoanbau. Einfach weil es gesündere, robustere Bäume sind, die auch außerhalb der High Crop Seasons, also der Hochsaison, Früchte tragen. Zum anderen, dadurch, dass wir besondere Bioqualität haben, können auch höhere Prämien gezahlt werden. Zu den genauen Zahlen sage ich später auch noch mal was.
Und Yara Glover Limited unterstützt auch die Farmerinnen in der Diversifizierung ihres Einkommens. Das heißt, es werden Kochbananen, Yamswurzel, Kokosnüsse auch auf den Farmen selber angebaut. Das hat einmal den Vorteil, dass es die Biodiversität fördert und damit natürlich auch das Klima. Und andererseits ermöglicht es natürlich auch den Familien, Geld beiseite zu legen und auch außerhalb der High Crop Seasons Einkommen zu haben, dieses Obst und Gemüse auf dem Markt zu verkaufen. Und dadurch, dass eben immer am Ende des Monats etwas beiseite gelegt werden kann, ist es Wahnsinn. Also ich habe jetzt auch schon persönlich eine Tochter eines Farmers kennengelernt, die auf die Universität geht, und anscheinend ist es gar nicht so selten. Also sie meint, sie hat mehrere Freundinnen und Freunde noch aus der Zeit auf den Kakaofarmen, die die Uni besuchen. Und das ist wirklich gesellschaftlicher Wandel, den es bisher noch nicht gab. Also Bio ist wirklich the way, vor allem auch, wenn man den Klimawandel in Betracht zieht. Da habe ich auch Menschen kennengelernt, FarmerInnen in Ghana, die zuvor konventionell angebaut haben. Und es ist einfach wirklich ein Trauerspiel. Also die Lebenserwartung ist natürlich nicht sehr hoch, dadurch, dass man tagtäglich schwere Arbeit verrichtet und gefährliche Pestizide ausgesetzt ist. Eben auch minderjährige Kinder auf den konventionellen Farmen, leider so, es ist leider so. Und dadurch, dass eben der Klimawandel zuschlägt, auch in Ghana, es immer krassere Überschwemmungen und Fluten gibt in der Regenzeit, immer krassere Dürren außerhalb der Regenzeit, erholen sich die von den Pestiziden ausgedörrten Böden einfach viel, viel langsamer, sodass, wenn man konventionell produziert, einfach Land vernichtet, ausdörrt, es wird neu Wald gerodet, neu angepflanzt. Und bei den Bio-Plantagen ist es tatsächlich so, also es fühlt sich an, als würde man mitten im Wald stehen, weil einfach es so ein diverser Wald ist auch, und es fühlt sich nicht an wie eine Plantage. Und die Pflanzen sich gegenseitig unterstützen. Da gibt es sogenannte Mutterbäume, die bei Trockenperioden dann auch Flüssigkeit abgeben über die Wurzeln, also dieses intelligente Wurzelnetzwerk. Wenn man einfach die Natur ihren Lauf lässt, dann ist es einfach viel robuster und nachhaltiger. Und dieses Wissen musste eben auch weitergegeben werden von Yara Glover, weil unter der Bevölkerung große Ängste waren. Also stellt euch vor, ihr habt eine Familie zu ernähren und eure größte Angst sind so schwarze Pocken an euren Kakaobäumen. Wenn ihr die seht, dann wisst ihr, ihr habt nichts zu verkaufen und es ist eine Katastrophe. Und wie kann man den Farmerinnen und Farmern beibringen, dass, wenn sie das weglassen, dass die Pflanzen gesünder sind und auch sie ihre Erträge steigern können. Also das war eine große Bildungsinitiative von Yara Glover Limited, die wirklich Früchte getragen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und eben auch dazu führt, dass Familien außer die tägliche Ernährung, die Schulgebühren, sich auch Mobiltelefonie, Reisen, alles Mögliche leisten können, also einfach ein gutes Leben auch auf dem Land führen können. Das hat jetzt nicht so viel mit Fair-Afrique zu tun, aber ich wollte euch einen ganz kleinen Einblick geben, wie das Bildungssystem in Ghana ist, just FYI. Die Schulbildung ist kostenlos für die Grund- und Mittelschule. Das heißt, so bis zur 9. Klasse kann jedes Kind in die Schule gehen. Es sind 87% bei Jungs, 86% bei Mädchen. Es ist leider einfach so, dass viel zu wenig kontrolliert wird. Und natürlich die Prozent, die hier nicht angegeben sind, offiziell erfahren arbeiten zum Großteil. Aber die Dunkelziffer ist sicherlich auch größer. Wenn man einen Universitätsabschluss haben will, muss man auf die Secondary Senior High School gehen. Da fallen auf jeden Fall Schulgebühren an. Viele Familien entscheiden sich aber auch schon in der Grund- und Middle School, ihre Kinder auf Privatinstitutionen zu schicken, weil da tatsächlich die Bildung einen höheren Standard hat. Oft ist es leider auch so, dass nicht Englisch gesprochen wird im Englischunterricht und so, und die Menschen, die eine private Bildung genießen, tatsächlich dann doch bessere Chancen haben, auch auf Universitätsniveau dann weiter lernen zu dürfen. Und dadurch sind die Schulgebühren einfach ein sehr, sehr großes Manko immer noch, auch wenn die Basisbildung for free ist.
Nun ein kleiner Exkurs zu den Hard Facts, weil es geht ja auch wirklich um die Wertschöpfung in Ghana. Ich habe das jetzt mal aufgedröselt zum Thema Kakao und zum Thema Schokoladenproduktion allgemein. Ihr seht hier unten den Kakaopreis. Der ist abhängig vom aktuellen Weltmarktpreis. Der fluktuiert meistens so zwischen 2,2 und 2,7. Ich habe jetzt hier den Wert genommen unserer letzten Kakaokaufs. Pro Tonne ist das. 2638 US-Dollar. Darauf kommt das sogenannte Living Income Differential. Das ist eine Prämie, die Côte d'Ivoire und Ghana zusammen ausgehandelt haben, um eben diese Schwankungen des Weltmarktpreises auszugleichen. Und daran orientiert sich jetzt zum Beispiel auch die Fairtrade-Prämie. Das heißt, wenn der Kakaopreis stabil und recht hoch ist und das LID dann greift, würde jetzt keine weitere Fairtrade-Prämie gezahlt werden. Die Bioprämie ist davon ausgenommen. Das heißt, wir addieren immer den Kakaopreis, das LID plus die Bioprämie und sind dann bei einem Kakaopreis von 3.600 US-Dollar, während ansonsten man bei 2.600 bis 700 bei der normalen Kakao beim normalen Kakaoeinkauf ist. Hier auch nochmal ganz übersichtlich aufbereitet, und das finde ich tatsächlich ist meine wichtigste Folie heute. Wer verdient eigentlich was an einer Tafel Fair Afrique? Es ist jetzt egal, ob ihr euch eine konventionelle Tafelschokolade aus dem Supermarkt holt oder eine faire Schokolade. Leider ist einfach aufgrund der Tatsache, dass Schokolade im globalen Norden hergestellt wird, ist so, dass normalerweise dieser Anteil hier, also Kakao-Ursprungsland, 5 bis 8% maximal ankommen. Bei uns ist es so, unsere Schokolade kostet 2,50 im Supermarkt und 1,08 Euro kommt davon wirklich in Ghana an. Davon werden Gehälter gezahlt, die Zutaten gezahlt, die Logistik und auch die Finanzierung ist hiermit abgedeckt. Der Handel nimmt hier auch nochmal 1 Euro mit ein und Fair Afrique Deutschland bekommt 37 Cent. Das heißt, wir haben wirklich das System auf den Kopf gedreht. Normalerweise sieht es ganz anders aus, also dass hier wirklich nur so ein ganz kleines Schokoladenstückchen ist bei 8% und dieser Anteil würde normalerweise in Deutschland sein. So, nun zu unserem Standort. Ich hatte vorhin schon mal angeteased, unsere nagelneue solarbetriebene Schokoladenfabrik ist nämlich nicht ohne Grund auf dem Land. Also hier unten Accra, Thema, das sind so die großen Industriezonen. Und wir sind hier, das ist Suhum Amanase, das ist etwa 2,5 Stunden Autofahrt vom Hafen und von der Hauptstadt weg. Die Motivation dahinter ist ein großes gesellschaftliches Problem auch in Ghana, das ist die Landflucht, was eben auch zu Umweltauswirkungen führt, wie Luftverschmutzung, Übernutzung der Wasservorräte, Wasserverschmutzung, ungeplante Siedlungen, prekäre Wohnverhältnisse in den Ballungsgebieten. Und natürlich ist es ein zweischneidiges Schwert, weil auch der Klimawandel die Landflucht in afrikanischen Ländern verschärft. Einerseits hat man die fluktuierenden Kakaopreis im Falle der Kakaobauern. Andererseits durch die Dürren und die Überflutungen und die mageren Ernten sind die Menschen einfach gezwungen, in die Städte zu gehen und da Lohnarbeit zu suchen. Das heißt, wir haben letztes Jahr während der Pandemie eine Bioschokoladenfabrik, die auch solarbetrieben ist, hier gebaut. Was auch dazu führt, also was ich auch total spannend fand, Farmerinnen und Farmer haben die auch besucht und haben gemeint, sie sind jetzt noch mehr motiviert, Bio anzubauen. Auch Leute aus den umgebenden Plantagen, die konventionell anbauen, haben sich informiert über Bio-Schokolade, weil es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du am Anfang der Wertschöpfungskette bist und auf einmal das ist dein Endprodukt in der Hand hältst und sagst, wow, da sind meine Kakaoschoten drin. Das ist eine wahnsinnige Motivation für die Leute. Wir hoffen vor allem auch,
wenn wir jetzt hier anfangen, die große Arbeitgeberin der Region zu sein, dass auch andere Unternehmen von den Strukturen, die wir jetzt aufbauen, wie Abwassersysteme und so weiter, profitieren können und die Infrastruktur mitnutzen können, sodass noch weitere Arbeitsplätze hier entstehen können. Denn klar, die Menschen, die Universitätsbildung zum Beispiel auch genossen haben oder gute Ausbildungen im technischen Bereich, nachdem sie von der Schule kommen, es gibt einfach eine so große Arbeitslosigkeit, auch vor allem unter den Young Professionals, dass man sie eigentlich nur noch in den Großstädten findet. Und die Idee ist eben, dass man auch hier Arbeitsplätze schafft für die Leute vor Ort. Ein ganz schönes Beispiel, hier kommen nochmal neue Jobs in Ghana, genau das wollte ich noch sagen, ein kleiner Fakt am Rande. Offiziell ist die Arbeitslosenquote in Ghana 6,7%. Viele davon sind natürlich auch Universitätsabsolventinnen und besonders wichtig ist es eben auch, Arbeitsplätze in der weiterverarbeitenden Industrie zu schaffen. Denn die Idee ist eben die, für jeden Job, zum Beispiel in der Schokoladenfabrik bei Fairfric, werden 2,8 Jobs in Zulieferbetrieben geschaffen, weil wir natürlich Logistikunternehmen brauchen, wir brauchen Restaurants, Servicekräfte, Reinigungskräfte und dadurch werden halt durch die Schokoladenproduktion auch die Wirtschaft in der Umgebung angekurbelt. Mein Lieblingsbeispiel, wie Bildung Früchte tragen kann auch und neue Ideen voranbringt, ist unsere Schokolaterieschule, Ghanas erste formelle Schokolaterieschule tatsächlich, wo jungen Leuten, das sind vor allem QuereinsteigerInnen, die Kunst der Schokolaterie gelehrt wird. Das Gute gerade zum Thema Klimaneutralität ist auch, dass die Produkte, die SchokolateriestudentInnen schaffen, die bestehende Lieferkette von Fairfric nutzen können. Das heißt, die Produkte, die hier entstehen, kommen einfach auch auf dieselben Container, die wir buchen für die Fairfric-Schokolade. Es ist eine eigene Marke daraus entstanden, die abgekoppelt ist von Fairfric. Amanase heißt die. Die wird direkt vertrieben. Das fängt jetzt alles an, Herbst, Winter diesen Jahres. Es wird keinen Zwischenhandel vorerst geben. Und das Coole ist vor allem auch zum Beispiel, wir haben ja eine große Aussortierung bei nicht perfekten Tafeln, die vom Band kommen. Die werden teilweise als unverpackt Ware verkauft, aber wenn sie zu zerbrochen oder so vom Band kommen, können die auch eingeschmolzen werden und damit wirklich Kunstwerke geschaffen werden in der Schokolaterieschule. Die Skills, die StudentInnen lernen innerhalb von einem Jahr, können sie weiterhin als Festangestellte in der Fabrik anwenden. Oder auch sich selbstständig machen, auch die Ressourcen vor Ort nutzen. Genau. Zum Abschluss habe ich noch einen kleinen Ausblick für euch, was wir geplant haben. Und zwar dieses Jahr werden 85 direkte Arbeitsplätze in der Fabrik geschaffen. Das steht noch vor uns. Wir wollen auch unser Wissen weitergeben. Es wird eine Vorortschulung aus Deutschland geben. Es gibt eine betriebliche Altersvorsorge für alle. Wir arbeiten mit immer mehr Farmerinnen zusammen. Wir bauen unser Solarprojekt aus. Natürlich ist die ganze Familie mitversichert, was die Gesundheitsdienstleistungen angeht. Wir erwirtschaften dieses Jahr 864.000 US-Dollar in der Region plus die zusätzlichen Prämien, die FarmerInnen bekommen. Und so wird eben eine Million US-Dollar pro Jahr in Suhum generiert. Zu unserem Team. Gerade haben wir aktuell 52 Mitarbeitende in Ghana und 24 in Deutschland. Uns ist auch Gleichstellung wichtig. 42% der Frauen bei Fairfric, also 42% der Mitarbeitenden sind Frauen bei Fairfric und fast die Hälfte sind auch Frauen im Management. Wir haben aktuell 5 Schokolatiers und Schokolatiers in Ausbildung und haben bisher noch keinen Betriebsunfall gehabt, auch während der Bauphase keinen. Also die Leute wissen schon, was sie tun. Und insgesamt haben wir im ghanaischen und im deutschen Management-Team 6 Jahrzehnte Erfahrung im Kakaosektor. Genau, ich denke, das kann sich sehen lassen. Man sieht wirklich, dass Bildung und neue Chancen auch in ländlichen Gebieten wirklich gesellschaftlichen Wandel
vorantreiben können und wie wichtig auch Bioanbau nicht nur in Deutschland bei uns bei regionalen Waren sind, sondern vor allem auch bei Überseewaren wie Kakao. Ganz kleiner Fakt noch, aktuell ist etwa 3 bis 4% des Kakaoanbaus in Ghana bio. Und ich hoffe wirklich sehr auch für die Zukunft des Klimas und die Zukunft der Natur, dass immer mehr davon überzeugt werden, sollen es Konzerne sein, sollen es PharmaInnen sein, dass Bio the way ist. So, vielen Dank dafür. Ich bin total gespannt auf eure Fragen. Klasse, vielen herzlichen Dank, Elisa. Und in der Tat, es gibt schon ein paar Fragen. Ich fange mal mit der zuletzt gestellten an, und zwar von Lunch Vegas. Okay, cool, wenn es der richtige Name ist insbesondere. Kann sich Fair Afrique durch den Verkauf der Ware selbst tragen, beziehungsweise wie läuft die Unternehmensfinanzierung, gerade auch bei den Investitionen in die Anlage, also Solar, oder auch in die Bildung und Arbeitsplätze? Genau, also wir haben angefangen mit Crowdfunding-Kampagnen bei Kickstarters und Crowdinvesting bei Seeders und sind seit Anfang des Jahres eine AG. Das heißt, wir geben Aktien aus und zum Großteil wird alles über PrivatinvestorInnen finanziert. Außerdem ist der größte deutsche Bio-Schokoladenproduzent Ludwig Beinrich auch bei uns eingestiegen und so wurde das alles finanziert. Ziel ist, dass wir schwarze Zahlen nächstes Jahr schreiben. Also wir sind sozusagen im Projektstartstatus immer noch, wenn man sich die Zahlen anguckt, aber wir tragen uns schon ganz gut und sind froher Dinge, dass es bald im Plusbereich ist. Danke für dieses Höchstmaß an Transparenz. Führt gleich zur nächsten Frage. Wächst der Anteil der deutschen Konsumentinnen, die umswitchen von traditionellen Herstellern zu Brands wie euch, die eben verantwortungsvoll arbeiten? Ich hoffe sehr, ja. Also ich habe da leider keine Statistik dazu. Es gibt natürlich immer noch die Leute, die sagen, die lila Schokolade habe ich aber schon immer als Kind gemocht und so schmeckt für mich Schokolade. Aber ich glaube, dass immer mehr Leute wirklich, also ich merke es auch, wenn ich zum Beispiel auf Messen stehe, also wenn ich wirklich einen KundInnenkontakt vor Ort habe, spüre ich das schon, wenn Leute zum ersten Mal das probieren und merken, oh wow, ich habe mir nie Gedanken gemacht über Wertschöpfung, was das eigentlich bedeutet. Und ich denke schon, dass das Bewusstsein der Allgemeinheit, dass die Kaufentscheidung einen Impact hat und dass ich, wenn ich ein Produkt kaufe, dass es mehr als um den Geschmack geht, sondern dieses Bedürfnis auch nach Transparenz und zu wissen, geht es da wirklich denn mit richtigen Dingen zu? Ist das denn wirklich fair? Also dieses kritische Denken ist schon im Zentrum der Gesellschaft angekommen, denke ich. Aber klar, also wir sind immer noch ein Leuchtturmprojekt. Also es ist weit weg davon, dass wir irgendwie die großen Konzerne aus dem Supermarktregal schieben. So, das ist natürlich so. Das steht euch noch bevor. Apropos aus dem Supermarkt schieben und Wettbewerb. Mathieu hat gefragt, ob die Zusammensetzung oder die Aufteilung des Preises bei euch jetzt als einzigartig empfunden wird, deiner Kenntnis nach, oder folgt das Mustern, die man auch von Wettbewerbern sieht? Das ist bei keiner Schokolade der Welt so, kann ich behaupten. Mathieu nickt, er ist, glaube ich, zufrieden mit der Antwort. Dann hatte ich noch eine Frage von der Moderatorin Janneke. Und zwar, werden die Erfahrungen und Kenntnisse, die ihr macht, werden die auch mit der ghanaischen Regierung geteilt, um sozusagen Klimaschutz dort auch an öffentlichen Stellen zu incentivieren? Ja, also ich sehe tatsächlich das Thema Klimaschutz noch viel mehr bei der Kakaoerzeugung. Und da hat, muss ich wirklich sagen, Chapeau an Jaira Glover, der wirklich sein Lebenswerk da geschaffen hat und große Lobbyarbeit gemacht hat, auch mit der Regierung, mit den Institutionen da vor Ort überhaupt den Bioanbau stattfinden zu lassen, weil einfach alles sehr bürokratisch reglementiert ist in Ghana. Aber auch das ghanaische Management-Team und unser Gründer haben auch den Präsidenten Akufo-Addo persönlich getroffen. Und das passt natürlich total in seine Agenda, weil auf der Agenda der Regierung ist, auch mehr Wertschöpfung und mehr weiterverarbeitende Industrie ins Land zu bringen. Weil ich glaube, das ist das Ziel fast aller afrikanischer Länder, dass einfach mehr Geld im Land bleiben soll und nicht mehr diese Abhängigkeit von Rohstoffexporten
dass das die Haupteinnahmequelle sein soll. Ja. Also, super Private-Public Partnership sozusagen. Eine Verständnisfrage noch von David, und zwar in der Grafik, die du gezeigt hast, wird erwähnt, dass es Wertminderung und Finanzierung gibt bei Ghana. Was ist das für eine Position? Was verbirgt sich dahinter? Da bin ich tatsächlich genau befragt. Ich muss noch mal schnell selber drauf gucken. Moment. Wenn du spontan nicht beantworten kannst, ist es nicht so tragisch, dann würdest du die Antwort vielleicht auch nachreichen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ja, alles gut. Aber ich würde die Frage gerne beantworten. Also, das kannst du gerne tun. Wir können das ja so handhaben, dass wir das noch in dein Deck einbauen, beziehungsweise du die Informationen noch der Janik übermittelst und dann verteilt sie die Informationen auch an die. Wir haben noch 37 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Tages. Macht jetzt nichts, dass du das nicht präsent hast. Weitere Fragen sehe ich jetzt nicht. Vielen herzlichen Dank, liebe Elisa. Sehr spannend. Danke, hat Spaß gemacht. Ich würde damit jetzt auch zurückgeben an die Janneke. Ja, danke. Auch von mir herzlichen Dank, Elisa. Das war super spannend. Und wir sind ja jetzt damit schon bei unserem Wrap-up gelandet. Ich würde noch mal einmal kurz meinen Schirm teilen, damit wir euch schon die ersten interessanten Links zeigen können, weil das ist, was wir im Nachhinein noch machen. Wir schicken euch natürlich das Deck zu und die Aufzeichnung. Wenn ihr euch noch auseinandersetzen wollt mit dem B-Impact Assessment, bekommt ihr dazu einen Link. Mit der Gemeinwohlökonomie-Bilanzierung bekommt ihr dazu einen Link. Aber ich glaube, am wichtigsten heute waren die wunderbaren Kenntnisse, die wir bekommen haben von unseren Referentinnen. Wir haben gehört, wie von Ricarda Retsch, wie Deutschland als Land Bildung in die Nachhaltigkeitsziele integriert hat. Wir haben gehört von Antonio, wie Patagonia wirklich Wissensvermittlung als Geschäftsbereich gemacht hat und Kundinnen wirklich zur Aktion führt. Und von Elisa haben wir natürlich gehört, wie Fair Afric auch Mehrwert schöpft entlang der Wertschöpfungskette mit Bildung für den MitarbeiterInnen. Ich würde sagen, wir sind dann 5 Minuten bevor, also 5 Minuten pünktlicher sogar. Ich würde mich im Namen von B Corp Deutschland und der Gemeinwohlökonomie Bayern sehr herzlich bei euch bedanken. Es macht immer sehr viel Spaß, diese Veranstaltungen zu organisieren, spannende Referentinnen zu spannenden Themen zu gewinnen und von euch zu erfahren über eure Fragen. Also lasst uns im Austausch bleiben und wir sehen uns hoffentlich ganz bald bei der nächsten Veranstaltung.